Sind, denn das ist einmal
nicht so viel gekauft. Habe ich gedacht, ach, das eine mehr oder weniger. Und die Story ist irgendwie total vielversprechend. Ich freue mich sehr, dieses Buch zu lesen. Und ja, bin generell ist Fantasy schon einer meiner liebsten Genre. Aber noch lieber als Fantasy mag ich tatsächlich Dark Romantasy. Alles, was so in die düstere Richtung geht und mit Romance und Fantasy-Anteilen gespickt, ist einfach nur für mich das Beste. Was mich erwartet.
eine Black Edition gegönnt. Und zwar ist das die Queen of Sins Reihe, glaube ich. Oder wie heißt die Reihe? Ja, okay. Habe ich mir direkt 2 von 3 Büchern aus dieser Reihe gekauft? Ja. Bin ich generell so jemand, die Buchreihen komplett kauft, ohne überhaupt zu wissen, ob sie ihr gefallen? Ja, bin ich. Habe ich das schon mal bereut? Ja, definitiv. Und mache ich es immer wieder? Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, wenn mir eine Buchreihe irgendwie so von der Geschichte zusagt und dann auch noch so ein wunderschönen Farbschnitt und so ein schönes Cover hat, kann ich mich irgendwie nie beherrschen. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr ein Buch der Reihe kauft und das hat dann halt so einen krassen Farbschnitt? Und dann habt ihr so ein bisschen Sorge, wenn euch das halt voll gut gefällt, dass ihr den nächsten Teil irgendwie dann nicht mehr mit Farbschnitt bekommt. Also, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die so denkt, aber das ist mir tatsächlich schon passiert. Also, ich habe schon ein Buch rein, wo ich 3 von 5 mit Farbschnitt habe und 2 ohne. Und das sieht dann im Regal doof aus, weshalb ich die dann jetzt auch so rum reingestellt habe. Aber naja, gut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Buchreihe, bei der, also ich glaube das nicht, sondern ich bin mir sicher, da geht es nicht immer um die gleichen Protagonisten, also die Storys werden zusammenhängen. Aber hier im ersten Teil geht es um Ezra und Dorian und im zweiten Teil um Leah und Caden. Und es gibt noch einen dritten Teil, der ist aber noch nicht erschienen, soweit ich weiß. Genau. So, dann habe ich mir von DC Odessa, God of Night and Fury gekauft. Das ist eine Mafia-Romance. Und ich muss sagen, ich habe so viel Dark-Romance, Mafia-Romance in letzter Zeit gelesen, dass ich so ein bisschen überdrüssig war. Aber dieses Buch, oh mein Gott. Dieses Buch, das hat mich trotzdem irgendwie gecatcht von der Geschichte her. Und dann ist es ein Einzelband, was ich eigentlich auch mal ganz gut finde bei Dark Romance. Ziemlich dicker Einzelband, ja. Aber ich liebe den Schreibstil von DC Odessa. Ich habe diesen Monat fast die ganze Dark Castle-Reihe von ihr als Hörbuch gehört. Und ich muss sagen, also ich glaube vier von, ich weiß gar nicht, wie viel gibt es, 7, 8 Teile mittlerweile. Und ja, ich mag ihren Schreibstil, super flüssig und angenehm. Und ja, das Buch hat mir einfach optisch auch noch total zugesagt. Also habe ich es mitgenommen. Das scheint doch mal eine etwas andere Geschichte zu sein. Okay. Sehr gut, da freue ich mich drauf. Oh, ist das nicht einfach schön, dieses Buch.
nächstes habe ich mir Corrupt gekauft von Penelope Douglas. Ich habe schon mehrere Bücher von ihr gelesen. Da muss ich sagen, das war so ein bisschen durchwachsen. Es gab eine Story, die mir ganz gut gefallen hat. Dann gab es auch ein Buch, das hat mir nicht so gut gefallen. Vielleicht war es aber auch einfach der Trope, der mich so ein bisschen arg getriggert hat. Aber ja, diese Reihe hier hat mich sehr lange schon angesprochen. Das ist diese Devil's Night-Reihe. Und als dann Ende Mai das Buch auf Deutsch erschienen ist, habe ich es mir auch direkt am gleichen Tag noch gekauft. Und auch das Buch hat tatsächlich einen Farbschnitt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber genau. Ich kann schon einiges ab beim Lesen und ich
mag diese düsteren Geschichten sehr, sehr gerne. Aber manchmal, wenn ich viel Dark Romance gelesen habe, dann brauche ich eben auch mal was Leichtes, Lustiges. Und ja, Rom-Coms sind da einfach immer ja, das Beste. Und ich habe hier zwei gekauft. Und also jetzt mal ehrlich, selbst diese Cover und mit den Farbschnitten, wie schön sind die bitte? Also alleine deshalb musste ich die kaufen. Aber Better Than the Movies ist auch ein Buch, das ich schon vor langer Zeit vorbestellt habe. Also vor Monaten schon. Und es kam auch erst heute an. Heute. Bin sehr gespannt. Und dieses Buch habe ich im Thalia gesehen und das hat mich richtig angezogen, das hat mich so gecatcht. Dann habe ich mir das angeguckt und ich habe nur gedacht, bitte lass die Story bitte spannend klingen. Und dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen und habe gedacht, yo, das kann was werden. Und habe es dann mitgenommen und das sieht einfach so schön in meinem Regal aus. Ich mag das Cover so gern. Richtig schön. Und ich liebe dieses Feeling, was man hat, wenn man Rom-Coms liest, also gute Rom-Coms. Ich hatte das zum Beispiel bei The Unhoneymooners von Christina Lauren, glaube ich, ist das, ne? Ja. Also dieses Kichern, das man dann wirklich hat, so dieses, ja. Ach, ich liebe das. Ihr Lieben, wir sind jetzt auch am Ende mit meinem My Book Haul sozusagen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du fandest es entspannend und ja, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was von den Büchern, welche von den Büchern, die ich euch heute vorgestellt habe, ihr vielleicht auch schon gelesen habt, ihr zu Hause liegen habt oder auch noch auf eurem Plan, also dass ihr die vielleicht lesen möchtet, kaufen möchtet. Wird mich sehr interessieren und ich wünsche euch eine angenehme Nacht.